Herakles. Der Reservesieger der Trakehnerkörung 2011 und Elite-Anwärter Herakles gilt dank seines edlen Habitus, seiner Athletik und seiner kraftvoll elastischen Bewegung als der wirkungsvollste Botschafter seines unvergessenen Vaters Gribaldi. Herakles' mütterliche Dynastie hat sich als tragende Säule der dänischen Sportpferdezucht etabliert. So avancierte Herakles' Vollschwester Helois 2011 zur dänischen Jahressiegerstute. Blutanschluss wird über die Stammmutter Herba AAH sichergestellt. Der mütterliche Großvater Michelangelo ist auch Vater des Michelino und somit verantwortlich für Laura Tomlinsons Olympiapferd Mistral Heuris. Herakles wurde 2013 auf dem Trakehner Bundesturnier Reitpferde-Champion, gewann im Jahr darauf unter Dorothee Schneider die Dressurpferdekonkurrenz und qualifizierte sich für das Bundeschampionat. Sechsjährig kamen Erfolge auf internationalem Parkett hinzu. Unter der Trainerägide von Klaus Balkenhol bereitet Therese Nilshagen Herakles nun auf erste Starts in Klasse S vor. Kalla aus dem ersten Jahrgang des Herakles gewann Silber beim Holsteiner Landeschampionat und wurde Vierte beim Trakehner Bundesturnier. Herakles stellte zahlreiche Siegerfohlen, darunter die Championess von Schleswig-Holstein. Die Herakles-Tochter Ophelia war Siegerin der springbetonten Stutfohlen Elektra Preisspitze der Fohlenauktion beim Bundesturnier in Hannover.